Ja, cool, wir sind oben. And now? Ja, aber wir müssen wohl noch vom Friedhof flüchten. Get back to the security room. Okay. Hast du eine Taschenlampe? Mach mal. Ja, hab ich noch. Security room. Wo ist denn die... Warte, hier sind die Autos. Links, Auto. Ja, nach links. Links, genau. Da wieder links. Ja, den links. Nein, links. Wollen wir nicht. Da will go check. Ja, doch. Wir, ja, wir müssen das go checken. Nonne, oder? Ich will jetzt aber nicht 20 mal Jesus Christ sagen. Da, wir kommen gar nicht dahin. Ja, jedenfalls nicht hier rum. Mimi. Ja. Da muss er her. Da ist überall Zaun, Zaun, Zaun. Da. Da nicht. Da ist. So schön läuft sie jetzt. Das ist die Nonne, ja, ja. In Lederkluft. Ja. Kann ich Ihnen helfen? Wenn die sich jetzt umdrehen, dann die du so nee. Nach vorne. Oh, jetzt klopft dein Herzchen aber schon schneller. Right now. Mein Gott. Okay, so, gut, so Security Room. Ja, ja, richtig, ja. Da war ja was. Go back. Go back. Jetzt laufe ich erstmal quer durch den Weg. Friedhof. Ja, ja, genau, du kommst da eh nicht, ja. Hallo? Da ist doch... Ja, doch, da sind Gebüsch. Da sind Gebüsch. Ja, das ist ja wohl ein Witz hier. Ja. Hallo, nee. Leute? Da kann ja, man... zurück, du musst schon auf den Weg gehen. Da konnte man doch... Das ist aber nicht so was. Das ist immer so, wenn man nicht auf den Weg geht. Ja. Ich sag doch, American Werbung. Den Weg schon wieder verloren. Na gut. Ja, ich kann aber laufen. Jetzt nicht mehr. Komm nicht vom Weg ab. Ist wieder nicht. Er hat schon wieder den Weg nicht. Ist doch nicht wahr. Wieso kommst du denn da jetzt nicht auf den Weg drauf? Er war ja schon auf dem Weg, aber ist er da schon wieder runter? Da ist der Weg. So, jetzt. Nur noch auf dem Weg lang. Als wenn ich jemals neben dem Weg laufen würde. Mit dem Traum nicht einfallen. Rechts. Da. Links. Ja. Sag mal dazu was. Und jetzt? Da ist es. Da, da links, ja, genau. Mach die Tür zu. So, okay. Ja, ja. Alter Schwede, boah, ich muss mich schütteln. Da ist er wieder. Das ist der. Oh, und da auch. Und sind die jetzt ja, alle da? Toll. Wir sind, haben jetzt, oh mein Gott, der auch. Wahrscheinlich auch gleich. Oh. Nein. Ja, alles auf einmal jetzt. Ja, und er auch, oder? Klar. Oh, oh no, hallo. Der ist neu. Und das Bild, oh Jesus. Ja, und das, oh, und die hängen da. Was ist denn los hier? Ziole. Ja, ja, Spitze. Oh, guck mal, da hängen auch ganz viele von denen. Ja. Ja. Okay, ja, das macht doch Hoffnung. Oh. Devil does not burn. Ja, Spitze. Ja. Oh, das Kreuz. Kreuz ist umgedreht. Ja, wir haben da noch nichts. Jetzt haben wir keinen Griff mehr. Leave the area. Wir haben keinen Griff mehr, ne. Fenster? Komm mal zu. Ah, ja, ja. Das ist doch ganz einfach hier. Easy. Geht oh, so nicht so schnell. So, leave the area. Wohin? Ist kein Weg, was mache ich denn jetzt? Stand da gerade wieder einer? Oh mein Gott, ich sehe überall Leute stehen. Ja, würde mich auch nicht wundern, wenn ich... Aua. Game safe, das ist ja nett. Alter Schwede, hat er uns voll eins vor die Oma gegeben. Hört wohl dazu, oder? Ich denke... Ist das Film? Ja, ja, oder? Nein. Nein. Ist es nicht? I died.
Oh mein Gott, ey. Das ist, oh mein Gott. Da ist links aus dem Grab. Da ist ein, was ist da, ein Zettel oder so? Das sieht sehr neu aus. Nee, okay. Oh, haben wir eine Aufgabe? No any note yet. Okay, wir suchen auf jeden Fall eine da ist er. Notiz, eine Zettel. Links ist noch wieder was. Jetzt rechts. Jetzt links, da. Das ist ein Kreuz, okay. Ja, das ist ein Kreuz. Weil wir suchen ja die Zettel, Zettel, ne? Nee, wir suchen einfach nur irgendwas, denke ich. Achso, ich dachte, wir würden einen Zettel suchen. Vielleicht das da, unser Grab oder so. Ja. Also, oh Gott. Jetzt, da müssen wir jetzt rein. Jo. Oh nein. Oh Gott, ey. Ja, wahrscheinlich. Nur Flashlight, euer Spitzen. Ja, ist ja auch genug beleuchtet hier. Das heißt, wir müssen jetzt quasi nur noch escapen, ne? Ja, nur escapen, genau. War's das schon? Ein Hammer. Oh ja, toll. Ach nee, das war ein Hebel. Ach so, ein Hebel. Ach guck mal, aber das sieht jetzt auf jeden Fall schon... Wow. Oh, scheiße. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, sieht auf jeden Fall schon netter aus. Ja, doch nicht. Aber das sind bestimmt die ganzen Toten da von dem Friedhof. Ja. Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Das sagen Sie auch gerade. Ja. Geh ins Licht. Komm, ich renn. Da oben ist das Licht schon. Oh, naja gut. Das ist aber auch spektakulär. Ja, irgendwie, ja. Da war wieder ein Hebel. Ja, den ziehen wir mal. Licht des Todes heißt Osra. Oh, das ist dunkel. Ah. Ja, ganz ja. Ich weiß. Ich hab's trotzdem mal versucht. Ja. Ja, Feuerzeug haben wir ja auch gehört. Nee. Nee, gar nichts. Oh. Oh, wie schön. Eine Videokassette. Kann ich hier zumachen? Danke. Oh, ist das schön ruhig. Oh, irgendwie ist das dann wie so ein Aufatmen, ne? Wenn man da wieder in dem Raum ist. Ja, auch wenn der Raum hässlich ist. So, dann werden wir wohl jetzt uns ein Video angucken. Mokoka. Ne, Moko. Egal. Sieht da noch was? Nee, aber du musst vielleicht oben noch auf Play drücken. Oh. Weil da steht nur 0-0. Also es ist auf Standby. Drück mal auf die Play-Taste. Der lässt mich doch nicht hier. Nee. Ja, doch, vielleicht kommt da ja noch was. Der Videorekorder ist eine einzige Taste. Das ist das ja, ist ja egal. Warte jetzt mal gerade. Vielleicht kommt da ja noch was. Nee, damit ist er doch jetzt aus. Stehst du? Ach so. So an. So aus. Musst du vielleicht das Bild suchen? Ah, nee, kannst du nicht. Nee, da kann ich auch nur an oder aus machen. Vielleicht müssen wir einfach. Einfach Geduld haben, bis sich da was ändert. Da liegt ja wieder in der Tasche, aber. Into the device and play. Ja. Klick nochmal oben drauf. Ich meine, jetzt haben wir ja den Hinweis. Ja, aber das. Hä? Naja, gut, nutzt nix. Stand by 0. Vielleicht sind wir auch zu ungeduldig. Kann sein. Ja, nee. Ja, wir müssen nochmal auf die Kamera gucken. Weiß ja nicht. Okay. Ja. Also, gar kein insgesamt Signal mehr aus Spitze. Hm. Rauskriegen wir die auch nicht mehr, ne? Nee. Aber wir haben sie da reingetan, oder? Ja, eigentlich schon.
Guck mal, oder, dann, nee, haben nein, noch. Haben wir nicht. Das ist ja lustig, ey. Nein, ich weiß es nicht. Oder haben wir sie wieder? Ja, aber ich hab die doch. Hänger. Nee, du hast, ja. Klick nochmal drauf und dann wähl die mal aus. Genau. Und jetzt wähl mal, geh nochmal ins Inventar. Guck, du hast sie noch. Noch. Ja, ich kann das ja auch nicht ändern. Rechte Maustaste? Nein. Ach so, klick nochmal da drauf. Ne, erstmal anmachen. So, und dann auf, nimm. Kannst du, da ist halt diese Eject-Taste. Will die auch nicht. Ist ja alles. Nee, nee, eben, eben. Das ist ja egal, ich kann auch. Aber irgendwie müssen wir die Videokassette da reingeschoben kriegen. Ja, aber ja. Irgendwie müssen wir die anders anpacken, glaube ich. Die anders anpacken, ja. Ich weiß nicht, wie ich die anders anpacken soll. Switch, Zoom, Pan, Tab. Also Zoom? Vielleicht muss ich die in der Sau Quark. Vielleicht richtig rum reindrehen, so rum. Nee, das ist. Aber das kann das ja eigentlich nicht sein, ne? Nee. Also ich meine, wir sind ja noch in dem Alter, dass wir diese Videorekorder und sowas kennen müssten, ne? Aber nein, ich habe keine Ahnung, wie wir das da jetzt rein. Wie wir das da jetzt reinkriegen sollen. Wie hast du denn sonst diese ganzen Gerätschaften da benutzt? Wie jetzt das Ja, ist immer dasselbe, kommt? Immer einfach nur klicken. Also ich meine, so ist ja schon mal sehr gut. Jetzt müssten wir nur irgendwie diese verdammte Kassette da reinkriegen. And play. Kannst du mal auf die Steuerung gucken, vielleicht? Ich habe irgendeine Taste verwenden, die wir nicht wissen. Boah, glaube ich kaum, dass das jetzt gegen Ende des Spiels plötzlich. Crouch, lean left, focus, use. Linker, ja, haben wir ja. Ja. Pistol, Feuer, geh mal runter. Leiter, Kameroid. Werfen mit T? Oh, du willst es ja nicht reinwerfen. Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht. Nix. Das ist eine Pistole? Nee, bis jetzt nicht. Ja, offensichtlich ja, sind wir da noch lang nicht fertig. Ah, nee. Tja, also eigentlich. Resume und. Nicht Resume, meine ich. Oder hängt das oder sind wir nur einfach zu dumm? Ich dachte, wir sind zu dumm. Das ist doch nicht so. Ja, es tut mir leid, aber das ist ja. Irgendwas ist ja. Guck dich mal nochmal in dem Raum, ob da irgendwas ist, was wir übersehen haben. Natürlich naja, aber, vielleicht pennen gehen oder so. Aber, ja. Aber andererseits ist die Aufgabe ja klar. Ja. Schon. Aber. Radio ist auch weg, ne? Mhm. Oh. Ja. Vielleicht ist das ja wieder ein Fehler. Ja, das dachte ich ja. Deswegen habe ich ja gemeint, vielleicht nochmal neu, aber. Ja, komm, warte, wir probieren mal einmal. Ha, Hatschi. Und Gesundheit. Danke. Und gerade wieder eure Gehörgänge gerettet. Das ist sehr nett. Ja, ich weiß. Ah. Was? Ey? Achso. Achso, jetzt musst du erst wieder rein. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm.
wir rennen mal durch hier. Muss ja nur geradeaus. Ja. Well. Was war das? Ja, das war ein Stadtpolizist. So kennt man mich halt, dass ich im Weg stehe. Guckt weg. Ich bin's wieder. Sogar wieder zurück durch den Gang. Aber guck die Aufgabe ja nicht an. Guck erstmal die Aufgabe an. No, not any note yet. Okay. So, ja, wenn du jetzt einfach schon mal den Fernseher und den Videorekorder einschaltest, bevor du die Kassette nimmst. So, so ist ja gut. Ah. Ja. Play, ja. Oh, lecker, funny. Irgendwo ist das. Irgendwas machen wir falsch. Ja, offensichtlich. Gehen wir nochmal zu Inventar. Kannst du mit dem Mausrad kannst du nichts machen, oder? Wie? Wenn du auf Zahlen drückst? Worauf? Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, oh, das so sind so die ganzen. Ja, nur Flasher, nur Leiter. Vergiss es. Alles nur irgendwelche Lichtsachen. Was ist denn das für eine Dose da unten? Vielleicht muss das ja auch erstmal eingesprüht werden zu Ölen oder so. Nee, da kann ich nichts dran machen. Weiß ich nicht, wo da jetzt noch der Trick sein soll. Geht die Tür jetzt nochmal auf? Nee. Tja, ich habe keine Ahnung. Fenster ist so an, ne? Nee, es ist halt scheißegal, welche Taste ich da drücke. Es ist immer die Taste, die hier reagiert. Geht aber doch nicht. Oh! Oh mein Gott! Gut. Ich brich ab. Was hast du gemacht? Was hast du denn gemacht? Rechte Maustaste. Oh. Ja, rechte Maustaste. Aber okay. auch genau auf dem Schlitz hier, sonst funktioniert das. Okay. Nicht. Okay, ready. Und jetzt kannst du bestimmt Play drücken. Vielleicht. Ja.
Hello dear viewers, today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there, as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible, and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Yeah. Okay. Ach, jetzt spult er oder zurück. Nee, das war wir, ne? Ja, ich denke. Das war unsere eigene Berichterstattung. Ich denke auch. Toll. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall tot. Aber da steht immer noch Insert and Play. Ja, ja, aber das... Licht aus dem Bett. Oh ja. Dann geht's ab. Naja, toll. Nein, wir gucken jetzt nicht nach oben. Ich möchte... Wir müssen. Nein. Ja, komm, trau dich. Da ist nix. Da ist nix. Letzte Worte, da ist nix. Dann gehen wir noch. Ach so. Wir leben noch. Hurra, wir leben noch. Ja. Glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Ist es denn die Möglichkeit? Das ist hell draußen. Ja, guter Zeitpunkt, finde ich auch. Können wir gehen? Das ist. Nee. Guck mal, einmal die Kamera. Die ich bin ja schon froh, dass jetzt wieder Tag ist. Ja. Wird ja wohl ein Zeichen sein, dass das so passiert ist, denke ich mal, aber ja. Ja, wir haben auch noch so viele Glowsticks und Torch und Pistolen. Ja, aber vielleicht ist das alles so nach dem Motto. So ein allgemeines Ding, ja, vielleicht ist das ja für das Spiel gedacht. Ja. Da hinten stand einer. Mehr wo? Der, aber der sah. Ich wollte gerade sagen, der sah ja eher normal aus. Ja. Ach so, das ist wieder der eine, der im Eingang, der normale, ja, der, ja. Das heißt, der so komisch geredet hat. Ja, zu dem also müssen wir jetzt wahrscheinlich. Ja, ja. Hier ist es dann noch zu Ende. Ja, kann sein. Das ja. Würde ich jetzt noch checken. Oh, die liegen auch maybe, hier alle. Maybe. Ah, ja. Diese genau, Säulen. Check. Sieht alles check ganz gut aus hier. Dann, jetzt ja, tun sie mir da so unschuldig. Ich weiß, jetzt liegen sie da. Liegen da. Hätten sie kein Messerchen getrübt hier. Als wäre nichts, ne? Ja. Ja, wir sollen den Priester mieten. Mieten, genau. Ich will keinen Priester mieten. Nice to meet. Die AT. Jetzt kannst du uns nicht mehr schocken mit KK. Warum geht jetzt unsere... Ah ne, jetzt ist die Sonne. Guten Tag. How was the first night of guarding at Whispering Wind Cemetery? I think you'd agree that being the guard in this place revitalizes the spirit. War schon cool. Ist so eine geile Grafik, aber dann Mundbewegung war nicht mit drin. Das muss jeder lernen. Leave the graveyard. Ja, tschö. Noch ein letztes Mal umschauen. So wie du klarkommst. Wir suchen uns einen neuen Job. Game saved. Und dann kommt wahrscheinlich dann die nächste Nacht. Und guck mal, der winkt uns noch. Wahnsinn. Tschö. Okay, ich dachte, oh, ich fahre jetzt. Oh mein Gott, nein. Jetzt war da bestimmt ein tödlichen Autounfall hier noch. What makes a woman? Die Nacht auf dem Friedhof haben überlebt, aber jetzt eine Tour mit Anger dem Auto. Ja.
glaube, du fährst schon auf der falschen Seite. Und jetzt Auto liegen. Dann ist aber hier egal. Nein, bestimmt nicht. Ich gucke einfach nur, dass ich nicht an der Leitplanke... When she starts to tell her only loving man goodbye. A woman is a woman all over the USA. Hey, hey, hey. Hey, hey. A woman is a woman all over. Oder oben stand einer auf der Brücke. Oh mein Gott, hoffentlich springt jetzt die Mutter. Okay. Da oben stand einer. Hast du das gesehen? Nö, ich hab's nicht gesehen, aber ich kann's mir auch im Video nochmal angucken. Oh, oh. Oh mein Gott! Ja, natürlich. So, warum fährst du mit Psi? Oh! Hallo! Sonst wollte ich sicher mal Autofahrer rein. Oh mein Gott! Oh! Oh, das ist aber der, der so komisch gegangen ist. Der, ich glaube. Den wir rausgeschmissen haben. Das ist gefühlt. Weg ist er. Weg ist er, aber das Auto brennt trotzdem noch. Vielleicht sollte man aussteigen. Ich sag's nur. Das reagiert man nicht über. Was ist denn mit dir? Rufst du uns an oder was? Haben wir uns dir den Weg gelegt oder was? Ich kann hier nichts machen. Oh. Ja, aber warum liegt denn der? Ja, weiß ich nicht. Ich kann doch nichts tun. Das ist bestimmt ein Geist. Ich kann hinten rein. Oh. Oh Gott. Ja, aber machen kann ich hier auch nichts. Oh mein Gott. Ja, ich hab keine Ahnung. Die wurde zu viel schalten, nein, geht nicht. Und zurück kannst du aber auch nicht gehen, oder? Das ist die Frage. Da komm ich gar nicht durch. Nee, hier ist Ende. Also irgendwas muss in diesem Bereich hier jetzt noch passieren. Das tut's. Ah ja, da war es in der. Okay. Okay. Es ist sehr laut. Deshalb mache ich das jetzt mal weg, obwohl es ist immer noch laut. Das ist das Ende. Ja. Es ist sehr laut. Okay. Man hört uns in der Musik vielleicht nicht ganz so gut, aber ich fand es ein cooles Spiel. Hat Spaß gemacht irgendwie. Absolut. Absolut, ja. Schöne Schockmomente drin und gute Stimmung insgesamt, gefällt mir. Und mega coole Grafik. Also das sah ja echt richtig echt aus. Oh, auf jeden Fall. Das war... Und wir waren gar nicht schlecht. Ganz kurz gucken, wie lange die Aufnahme gedauert hat. Bitte? Du schauen kannst, wie lange die Aufnahme war. Ja, schwierig, weil ich schalte die Aufnahme ja immer schon vorher an. Also, aber okay. Ich denke mal so circa 2 Stunden, etwas ja. Über 2 Stunden. Ach so, okay. Nee, da waren wir doch nicht. Ja. Waren wir doch schlecht. Nee, nee, nee. Nee, also ich finde, so schlecht waren wir gar nicht. Nein. Nee, es war ein gemütlicher Durchlauf. Ich wollte gerade sagen, ja. Das hängt ja auch immer davon ab, wie man spielt. Es gibt ja Leute, die rushen auch sehr schnell dadurch. Und wir sind ja schon welche, die so ein bisschen auch die Atmosphäre genießen. Wir haben jetzt quasi doppelt so lange gebraucht, wie angedacht. Deswegen waren wir halt meine Seitsiegen. Ja, wie angedacht ist aber auch falsch gesagt. Wenn du dann die Rezension bei Steam siehst, dann siehst du ganz unterschiedliche Zeiten bei den Leuten, die da gespielt haben. Naja, auf jeden Fall. Wir haben halt auch auf dem Friedhof nach Eichhörnchen. Ja, sowieso. Also von daher sind wir nicht wieder nach Nüsschen gesucht. So Also ich finde, wir haben nichts gehabt, wo man sagen müsste, okay, dann haben wir jetzt ewig lang gehangen. Nee, ewig nicht, aber gut, jetzt die Sache mit der Videokassette, weil ich hatte wohl ein Brett vom Kopf oder so, keine Ahnung.
Ich bild mir ein, auch zwischendurch immer rechte Maustaste mal probiert zu haben, aber vielleicht nicht am richtigen Fleck. Ja, genau. Und dann war noch, ja, und eine Sache hing mir halt an dem Sarg da fest, aber das war ja offensichtlich ein Fehler im System. Ja, und dann halt, dass wir das nicht gefunden haben, dass man die Gräber aufschieben muss, damit man den Schlüssel kann. Genau, da muss man. Das ist auch das Problem an dem Spiel. Das muss dann immer an einer bestimmten Stelle passieren und das siehst du an so einem Grab ja nicht. Ja. Du musst da quasi einmal drumherum und überall probieren, ob das geht. Und dann, ja, zufällig trifft man es. Ja, aber es wäre ja schade gewesen, die Grafik und alles. Ja, natürlich. Finde ich nämlich auch. Ja, also schon ein Spiel. Können wir jedem empfehlen, aber wenn ihr es jetzt hier geguckt habt, dann weiß ich nicht, ob es noch Sinn macht, das selber zu spielen, aber. Ja. Ist nicht so teuer, also von daher gerne mal ausprobieren. Ja, und damit sind wir raus und hoffen auf eine gute Bewertung von euch und Kommentare wie, naja, ihr seid echt langsam gewesen, ey. Nein, vielleicht bessere, positivere Kommentare wäre schön und bis zum nächsten Mal. Sagen wir, ciao, ciao.